Ja, halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zelda Breath of the Wild, liebe Leute. Wir sind auf dem Weg zum alten Mann und müssen jetzt den Weg dahin finden, logischerweise. Er sagte ja uns, wo war denn die blöde Karte? Ah, da. Er sagte uns ja, da wo die Linien sich kreuzen, das hieß ja Klick, Klick. Klick. Das wäre aus meiner Sicht in der Lass gucken. Das müsste jetzt der letzte Zeit sein, oder? Ja, denke ich immer. Gut, dann tun wir uns mal hierhin teleportieren. Sind wir ein bisschen schneller. Dort, vor Ort. Ich habe gerade gedacht, ich hätte vergessen, die Aufnahme zu starten. Deswegen sagte ich gerade flüsternderweise, ah, verdammt. Aber sie ist zum Glück doch gestartet. Ach ja, bin ich froh drum. Uah. Bam, hast direkt mal ein paar auf die Schnauze hier. Und du von hinten, nix da. Kannst du vergessen. So, das... Okay, ein Buckelschild. Moment mal. Inventar bitte mal. Schilder. Schmeißen wir den Kochtopf weg. Wegwerfen. Da hole ich mich lieber das Buckelschild. Nicht das Buckelschild, genau. Totenschädel kann ich mitnehmen, what the hell? Na, die Hauer kann man mitnehmen, ja. Okay, so, jetzt müssen wir gerade mal auf der Karte gucken hier. Zitter der Zeit ist dort. Nein, so einen will ich nicht haben. Ich wollte eigentlich... Ach komm, ist egal. Reicht mir. Gut. Jetzt müssen wir aufpassen wieder mal. Ich gucke mal nochmal nach. Müssen wir erstmal wirklich richtig gehen. Ja, wunderbar. Weg damit. Ist so doof, wenn man... Oh, der lebt ja wieder. Hast mich nicht gesehen. Oh, aufladen kann man auch. Genau, knall den mal ab hier. Die Gegner hat's. Wow. Was bist du für ein Kamikaze hier? Ey. Lass mich in Ruhe. Und du ebenfalls. Ja, ich weiß, du brichst gleich, ist mir aber egal jetzt. So, schnell wieder in Deckung. Den holen wir noch mit. So. Okay. Dann klettern wir hier drüber, würde ich sagen. Komm, beeil dich. Ich habe noch keine Zeit hier. Okay, das sieht gut aus. Wir sind auch auf dem... Na, sind wir nicht ganz. Wir müssen eigentlich da lang, aber an dem Typen will ich nicht unbedingt vorbeilaufen. Das wäre nicht so dolle. Oh. Das war knapp. Nein! Lass mich bloß in Ruhe. Lauf. Diese Mistviecher, die machen mir Angst wie sonst was. Eieieiei. Nein! Hau ab! Alter! Haben die eine Range? Ah. Diese Drecksäcke hier. Oh, wir brauchen eine neue Waffe, wie ich gerade merke. Waffe sagte ich. Genau. Was nehmen wir denn da? Machen wir die Axt, ja. Die Holzfäller-Axt. So, ein paar Flügelchen für uns. Ist auch in Ordnung. Lalalalalala. Dann müssen wir eigentlich noch latschen. Okay, da lang. Ah, da ist er. Das ist, seht ihr mal, hätte ich nicht nachgeguckt, wäre ich daran vorbeigelaufen. Ach ja, genau. Stimmt, da fällt mir gerade ein. Der Kollege meinte ja zu mir, ich soll mal hier eine Bombe hinwerfen. Das machen wir mal. Das legen wir mal ab. Wow, schnell weg hier. Ah, müssen wir ein bisschen dichter legen, scheinbar. Mal kurz gucken. Ich will das ausprobieren. Wirklich funktioniert. Nein, nicht gegen hauen. So, ablegen.
Warum legt er sie? Hä? Moment, Moment, Moment. Nehmen. Wieso legt er sich hin? Warum legt er die hinter sich? Muss ich ihn verstehen, oder? Oh, nicht gegenhauen, Junge. Da verstehe ich jetzt nicht. Naja, okay. Dann werfen wir sie halt. Und. Hä? Was mache ich falsch? Ich muss nochmal. So, werfen. Ah! Coole Sache. Dankeschön für den Tipp. Vielen, vielen Dank. Echt cool. Aber nein, das ist uns egal. Einmal gegenhauen, das wird ja wohl passen. Holzbündel! In diesem Moment kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwo. Okay, wisst ihr Bescheid. Dass das funktioniert. Echt cool. Ach ja, was würde ich ohne euch machen? Dankeschön nochmal. Lalalalalalalala. Boah, ich glaube, ich werde Ausdauer holen. Bin ich überlegen, Ausdauer oder Kraft? Was für ein Upgrade soll ich denn nehmen? Ah. Hm. Duck, 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 duck. So, wo ist der alte Sack? Ist er da oben vielleicht? Mit Sicherheit da oben. Mit Sicherheit. Ich riech es förmlich. Hm. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ich glaube, ich behalte es einfach mal und ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, was wir nehmen sollen. Das würde mich mal freuen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Ha! Kommen wir da einfach so hoch? Ohne Probleme? Das ist schon ganz schön hoch, das Ding. Hm, rühren wir es mal einfach mal aus. Mit normalem Hochklettern. Das so hinhaut. Das ist schon eine gewisse Höhe. Aber es sieht gut aus. Hab ich echt unterschätzt, den Link. Respekt, junger Mann. Respekt, Respekt, Respekt. Bist fit wie ein Tornschuh, oder? Linky. Linky, Stinky. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, wird doch knapp. Also, hätte nicht mal viel länger gehen dürfen. Kann ich mal ausruhen hier? Ah, es geht nicht. Ey, Alter, warum kannst du dich da nicht ausruhen? Oh nein, ich stürze mal gleich ab. Verdammt. Und tschüssi. Koski. Ah, ich traue mich schon nicht. Au! Okay, kein Fallschaden. Respekt. Der hat echt gute Beinchen, der Kerl. Wo kommen wir denn sonst hoch hier? Aber sonst wird es hinhauen. Du bewegst dich kein Millimeter hier. Aha. Da, da müssen wir hoch. Mit Sicherheit. Gehen wir mal da hoch. Hup, 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 hup. Zum alten Mann. Ich bin echt mal gespannt, was er sagt, wenn wir oben sind. Wenn er da oben ist. Also, hm. Na, wir sehen es ja gleich. In wenigen Sekunden. Obwohl, Linky Stinky kommt schon hin, weil legt euch mal, was der am Schwitzen ist, der arme Kerl. Und geduscht, wann hat der letztes Mal geduscht? Tja. Ah, doch kein alter Mann da, oder wie? Na, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Ach, komm auch da. So. Ah, da ist er ja. Hi, Knuddelmaus. Wie geht's euch? Werte Herr? Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Wow, mit Synchro sogar. Geil. Habe ich dem armen Mann voll die falsche Stimme gegeben. König Roam. Letzter König von Rial. Krass. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich?
In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ach, kein Problem. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Mhm. Mach ruhig. Die Verheerung Garnon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Garnon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Garnon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Garnon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln. So glaubten wir. Doch Garnon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Wow. Den Tiefen unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Sand. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Garnon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Garnon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Schön in Szene gesetzt. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Garnons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt,
kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Wieso ruckelt die Switch? Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Ui, danke. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Cool, danke für die Eintragung. Aha. Nimm schon das Paarsiegel, wie versprochen. Ah, wie geil. Also irgendwie leckt der Sound, warum auch immer. Was ist denn los hier, ey? Ich hoffe, das ist nicht eine Aufnahme auch. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Okay. Ja, ist klar, ich besiege Ganon jetzt. Ist klar. Impa die Weise, da gehen wir jetzt hin. Okay, wie geht denn das jetzt? Einfach runterhüpfen? Oder wie? Ja, okay. So geht das also. Ah, das kostet also auch Ausdauer. Interessant. Okay, wie weit müssen wir denn latschen überhaupt hier? Krötenteich. Totenfluss, Hylia. Wo ist denn das, Kakariko? Das ist... Ach, du Jemen, ist das ein weiter Weg. Halleluja. Das war ein ultra langer Weg. Naja, versuchen wir es mal. Hoppa. Oh, ist das cool mit dem Fliegen, Leute. Echt eine geile Erfindung. Ach, herrlich. Und da hinten ist wieder was am Leuchten, wie ich sehe. Da müssen wir, glaube ich, hin. Am besten so schnell wie möglich. Ah, hoppa. Huch, was war das? War da was zum Nehmen? Ne, hab ich verguckt. Okay. Jupp. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir da latschen müssen, ey. Scheint ja schon ein recht langer Weg zu sein. Ich hoffe mal nicht. Warum jetzt kommt kein Kampf oder so zustande? Das wäre nämlich schlecht für uns. Okay, gehen wir mal hier lang. Da müssen wir, können wir jetzt rüberfliegen, oder? Müsste doch gehen. Und zack. Ach, herrlich. Echt geil. Echt eine geile Sache mit dem Fliegen. Hui, das macht richtig Laune. Wäre schön, wenn man noch das langsamen könnte. Dass man noch länger in der Luft bleibt. Das wäre schön. Ich will auf jeden Fall jetzt noch zum Dorf. Und danach, wenn wir im Dorf waren, dann werden wir ein bisschen erkunden. So ist der Plan auf jeden Fall. Zumindest bei mir. So, warte. Er hat auch schön gespeichert, der junge Mann. Sehr schön. Ach ja. Ich bin mal gespannt. Ne, wie lange haben wir jetzt noch? Ja, ist noch ein ganz schönes Stückchen, muss ich mal sagen. Hammer hat, ey.
Ach ja, wie gesagt, schreibt's mir in die Kommentare, ob wir auf Ausdauer jetzt gehen sollen oder auf Leben. Wir machen das nämlich so, wir bauen einfach mal einen Community-Link auf. Ein Community-Link. Wortwitz. Oh Mann, ey. Ach ja. Hat irgendwas geleuchtet eben. Dachte ich. Naja, egal. So, weiter geht's. Ein bisschen mehr in die Richtung. Oh, was ist denn das? Ein Ryako-Schrein? Wo ist hier der Ryako-Schrein? Ah, da. Da gehen wir in den Schrein rein. Machen wir den Schrein noch und dann reisen wir in der nächsten Folge zu Kakariko. Aber wenn wir den jetzt schon haben, den Schrein, haben wir übrigens einen Teleporter. Ist auch mal cool, oder? So, Link. Da mal rein in die gute Stube. Wick. Muss mal schauen, was wir da bekommen. Feuerschleim. Feuerschleim explodiert, nachdem sie besiegt wurden. Ein geschickter Treffer schaltet mehrere Gegner auf einmal aus. Interessant zu wissen. Ist unter Wasser, oder? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yoshi Ryako. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Yoshi Ryako, Schrein, vom Winde verweht. Okay, müssen wir also hier so über die Dupp machen. Scheinbar. Hopp. Na. Okay. Ah, okay. Machen wir mal auf, das schöne Ding. Was haben wir da Leckeres oder Feines? Bernstein, okay. Bin schon mal gespannt, was wir da daraus bauen können später. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Da kommen wir jetzt nicht hin, da müssen wir, glaube ich, erstmal da hin. Jo. Und hüpf! Whee! Das ist ja mal richtig geil gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist ein super einfacher Tempel. Einfach nur rüberfliegen und fertig, oder? Kann das sein? Das wäre echt zu einfach, Leute. Ich sehe mal gar nicht. Gibt es hier schon eine versteckte Truhe oder so? Das wäre ja zu einfach, Leute. Also. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es. Muss nur gucken, wie wir da rüberkommen. Fliegen wir es mal rüber und gucken wir mal. Ah, vielleicht so. Wir können ja so rüberfliegen. Nein! Oh Gott. Ja, ja, komm. Lass los. Ja. Okay, nochmal versuchen. Und hopp. Hui. Okay, wir fallen ja wie ein Stein darunter. Ah. Okay. Wie lösen wir das Problem jetzt? Ich würde sagen, wir fliegen erstmal rüber. Ah. Oh nein. Ich bin ein geschicktes Huhn. Oh, mein Leben. Haben wir noch was zum Essen? Haben wir was gekocht da? Ja, haben wir sogar noch. Lecker, lecker, lecker. So. Ich töte mich ja wieder mal selbst hier. Wie immer. Seid ihr ja gewohnt. So, jetzt aber rüber hier. Und zack. Schaffen wir das dann von hier aus? Nee, das schaffen wir auf keinen Fall. Wie soll das denn gehen? Ich will die Truhe haben. Alter, ich drücke und das Ding reagiert nicht. Ich kann machen, was ich will. Verstehe das nicht. Blöder Joypad. So, jetzt aber komm. Danke.
Komm, essen wir noch gerade die Äpfel, die ich da gesehen habe. Sind das Äpfel? Nee, das sind Fledermausaugen. Das sind Äpfel. So. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde mal sagen, wir müssen da so rüberfliegen. Das geht nicht. So, und dann hier so rüber. Und. Nein, das war so knapp. Ich versuche es noch einmal. Das kann halt wahr sein. Wir müssen doch irgendwie rüberkommen. Aber das wüsste ich halt nicht. Und zack. Und hui. Moment mal. Muss doch irgendeinen Weg geben hier. Was ist das hier eigentlich? Ach, sind das nur Bilder. Okay. Ich werde schon überlegen, ob man irgendwas anbrennen muss oder so, weil durch den Wind, durchs Feuer können wir ja höher fliegen. Da kommen wir wieder zurück. Aber wozu sollen wir zurückfliegen wollen? Das ist die einzige Möglichkeit, die ich wüsste. Dann versuchen wir es nochmal. Und zack. Und rüber. Nein, verfehlt. Mal was ausprobieren. Vielleicht brauchen wir ja Feuerpfeile. Das könnte ja sein. So, vielleicht brennt das Ding, ja? Nein, es brennt nicht. Na gut. Ich habe gedacht, man könnte vielleicht die Wand durchfackeln oder so. Halt! Ich hasse Gamepads. Deswegen bleib ich doch besser. Ne, das schaffen wir nicht. Boah, das war knapp. Da muss er irgendwie gehen. Verdammt nochmal. Das muss er irgendwie gehen. So, mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. Konzentration, Nick. Und hopp. So, und rüber. Oh. Yes! Wir haben es geschafft. Oh. Soldatenzweihänder. Oh, das hat sich richtig gelohnt. Das ist ja eine coole Sache. Yes, wir haben es gepackt. Ach, wie schön. Ich war schon am Verzweifeln innerlich. Also am Aufgeben innerlich schon langsam. Ich habe mir schon Angst gehabt, dass ich euch langweile. So, dann mal rüber zu unserem alten Kollegen hier. Hallihallo, du alter Gangster. Bing! Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Beherrung. Oder Hylia? Voll im Chillen da. So. Zeichen der Bewährung. Jupp. Dankeschön. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, da haben wir auch noch einen Schrein. Wunderbar. Und wir müssen den Hylia auf jeden Fall mal kochen und Zutaten besorgen und hast nicht gesehen, wir dringend Zeit. So, dann werde ich mich mal verabschieden bei so einem, naja, nicht so tollen Wetter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis dann, euer Link. Nee, Trixie. Bis dann, ciao.